schwieriger Geschichte. Und grundsätzlich hast du ja auch bemerkt und bei deinen Recherchen festgestellt, dass auch die Art und Weise, wie Männer und Frauen, also nicht nur Kinder mit ihren Eltern und so weiter miteinander kommunizieren, dass auch die sich sehr, sehr verändert hat. Was ist deine wichtigste Erkenntnis? In der Steinzeit hatten wir nicht viel an Sprache. Ja? Es war nur Laute. Geht's, Herr Schneider? Ja, geht's? Ja. Ja. Gut. Ich erhole mich gerade. Ja. Sie erholen sich. Ja. Sie sagen Bescheid, wenn Sie einen Arzt brauchen oder so. Das ist ein Arzt hier. Ja. Das war der Bofrostfahrer. Wir hatten nur Laute. Ein Laut, eine Geste, viele Bedeutungen. Da. Da nicht. Guck mal da. Guck da bloß nicht hin. Ja? Uns Männern hätte das eigentlich gereicht. Aber irgendwann fingen die Frauen an nachzufragen. Und dann wurde es kompliziert. Ne? Ja. Der Mann hat gesagt, richtig. Der Mann hat gesagt, da, komm. Und die Frau sagt, warum? Die anderen bleiben da auch noch. Warum müssen wir mal als erstes gehen? Schämst du dich wegen mir? Und da hat der Mann irgendwann, schlau wie er ist, gesagt, ich gehe ab heute alleine auf die Jagd und du bleibst weg. Ja? Und da wurde schon der Grundstein dafür gelegt, dass Männchen und Weibchen kommunikationstechnisch nicht zusammenpassen. Mhm. Männer sind Jäger, Finnen, schnell, tödlich, auf den Punkt, hochfokussiert. Absolut. Ja? Ding Dong. In Ding Dong. Ja, klar. Ding Dong, Trockenbären aus Leser in 5 Minuten alles geben. Rest vom Tag frei. Frauen sind Sammler. Holz rennt nicht weg. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied.